Die Königin lebte in einem schönen Schloss. Sie hatte eine Tochter, von der sie träumte. Das Kind hatte schwarze Haare und weiße Haut. Deshalb nannten sie sie Schneewittchen. Die Königin starb bald. Der König trauerte lange nicht. Ein Jahr später brachte er eine neue Königin in den Palast. Sie war schön, aber wütend. Die Frau brachte einen Zauberspiegel mit. Jeden Tag bewunderte sie ihr Spiegelbild in ihm und stellte ihm dieselbe Frage: Wer ist der Schönste der Welt? Der Spiegel hat immer nur die Wahrheit gesagt. Deshalb lobte es ehrlich die Schönheit der Königin und die Frau strahlte vor Glück. Schneewittchen wuchs und jedes Jahr blühte ihre Schönheit heller. Und jetzt, wieder im Gespräch mit dem Spiegel, hörte die Königin als Antwort, dass sie jetzt nicht die Schönste der Welt ist, sondern Schneewittchen. Die Königin würde dies in ihrem eigenen Palast nicht ertragen. Sie befahl ihrem treuen Diener, die Prinzessin in ein undurchdringliches Dickicht zu führen und zu töten. Aber der Diener konnte das süße Mädchen nicht einmal um der Königin willen töten. Er brachte die Prinzessin in einen dunklen Wald und ließ sie gehen. Und er selbst kehrte ins Schloss zurück und sagte der Königin, dass er ihrem Befehl gefolgt war. Lange Zeit wanderte die Prinzessin durch den Wald. Auf dem Weg wurde ihr von allen Arten von Waldbewohnern geholfen. Schneewittchen war sehr nett zu ihnen und deshalb wurden sie starke Freunde. Am Abend stolperte die Prinzessin versehentlich über ein kleines Haus. Sie ging hinein und sah, dass niemand im Haus war. Der Tisch war für 7 Personen gedeckt und im Schlafzimmer standen 7 Kinderbetten. Und alles in diesem Haus war sehr klein. Daher erkannte Schneewittchen, dass hier 7 kleine Menschen lebten. Nach einer langen und schwierigen Reise legte sie sich auf eines der Betten und schlief fest ein. Die 7 Zwerge kehrten spät in der Nacht nach Hause zurück. Sie waren sehr überrascht vom Erscheinen eines unerwarteten Gastes. Schneewittchen zu schlafen war so charmant, dass die Zwerge beschlossen, sie schlafen zu lassen und sie nicht weckten. Der Morgen ist gekommen. Schneewittchen wachte auf, sah die 7 Zwerge und hatte Angst. Aber sie waren liebevoll zu ihr und das Mädchen erzählte von ihren Schwierigkeiten. Sie mochten sofort Schneewittchen und die Zwerge luden sie ein, bei ihnen zu bleiben. Außerdem erklärte sie sich bereit, sich um das Haus zu kümmern, kochen, waschen und putzen. Jeden Morgen gingen die Zwerge in die Berge, um Gold und Edelsteine abzubauen, und kehrten spät in der Nacht zurück. Als sie zur Arbeit gingen, warnten sie Schneewittchen, damit sie Angst vor der bösen Stiefmutter hatte und Fremden die Tür nicht öffnete. Zu dieser Zeit ging die Königin wie üblich in den geheimen Raum, um mit dem Zauberspiegel zu sprechen. Aber der Spiegel sagte plötzlich, dass sie nicht die Schönste der Welt war, sondern Schneewittchen. Dass die Prinzessin noch lebt und mit den Gnomen im Haus lebt. Die Königin wurde sehr wütend und beschloss, sich selbst um Schneewittchen zu kümmern. Sie ging in ein geheimes Zimmer und kochte dort einen giftig-giftigen Apfel. Es war von außen sehr schön, aber wenn jemand auch nur ein Stück aß, würde er sicherlich sterben. Als der Apfel fertig war, verwandelte sich die Königin in einen alten Kaufmann und kam zum Haus der Zwerge. Als Schneewittchen die süße alte Frau sah, hatte sie Mitleid mit ihr. Sie ahnte nichts und verließ das Haus. Die alte Frau behandelte das Mädchen mit einem reifen Apfel und sagte, wenn sie diesen Apfel isst, werde sie für immer jung und schön bleiben. Schneewittchen glaubte ihr, und sobald sie den Apfel biss, fiel sie tot um und hörte auf zu atmen. Die zufriedene Königin ging in den Palast. Am Abend kehrten die Zwerge von der Arbeit zurück und sahen Schneewittchen auf dem Boden liegen. Sie atmete nicht. Sie schluchzten so laut und beklagten sich, dass der hübsche Prinz, der im nahegelegenen Wald jagte, ihren Schrei hörte. Es wurde für ihn interessant, welche Art von Heulen entstand, das alle Tiere abschreckte. Und als der Prinz das Haus der Zwerge fand, sah er Schneewittchen. Sie war so schön, dass der junge Prinz sich sofort in sie verliebte. Er überredete die Zwerge, sie mit ins Schloss zu nehmen, weil er dort Ärzte hat, die Schneewittchen heilen können. Die Zwerge erlaubten es. Dann befahl der Prinz seinen Dienern, die Prinzessin auf ihren Schultern zu tragen. Und als sie sie trugen,
stolperten die Diener über einen Busch und aus der Gehirnerschütterung fiel ein Stück eines giftigen Apfels aus Schneewittchens Mund und sie wachte auf. Als das Mädchen den jungen Prinzen sah, verliebte es sich ebenfalls in ihn und erklärte sich bereit, ihn zu heiraten. Sie luden auch die böse Stiefmutter zur Hochzeit ein. Aus Wut, dass Schneewittchen noch lebt und nun ein langes und Glück. Es war einmal ein alter Müller, der drei Söhne hatte. Als der Müller starb, hinterließ er seinen Söhnen eine Mühle, einen Esel und eine Katze. Der Älteste bekam die Mühle, der Mittlere den Esel und der Jüngste musste die Katze nehmen. Die älteren Brüder lachten ihn aus, aber die Katze versprach, dass er seinen jüngeren Bruder reich machen würde, wenn er ihm ein paar Stiefel und eine Tasche geben würde. Der Besitzer war überrascht, erfüllte aber die Bitte der Katze. Die Katze zog sofort seine Stiefel an den Hinterbeinen an, goss Hafer in den Sack, warf ihn über seine Schultern und ging auf die Jagd. Im Wald öffnete er die Tasche, warf sie auf den Boden und versteckte sich im Dickicht. Er musste nicht lange warten. Ein neugieriger Hase galoppierte zum Sack und stieg hinein, um Hafer zu essen. Und die Katze wartete nur darauf. Er sprang aus dem Dickicht, zog den Sack fest, hob ihn auf die Schultern und ging zum königlichen Schloss. Der König dieses Landes war ein großer Liebhaber von gutem Essen. Die Katze verneigte sich tief vor ihm, reichte den Hasen und sagte, es sei ein Geschenk seines Herrn, des Marquis de Carabas. Der König war angenehm überrascht von dieser Überraschung. Die Katze verneigte sich wie ein echter Adliger und machte sich auf den Weg. Am nächsten Tag ging er wieder mit dem Sack auf die Jagd. Diesmal gelang es ihm, zwei fette Rebhühner zu fangen. Der König freute sich über ein weiteres angenehmes Geschenk. Mehrere Wochen hintereinander trug die Katze dem König weiterhin Rebhühner und Hasen. Aber er sagte seinem hungrigen und abgemagerten Besitzer nichts darüber. Als die Katze eine Prinzessin im Palast sah, war sie sehr schön. Die Katze erkannte, dass sie eine wundervolle Frau für seinen Meister sein würde. Und so wollte der König endlich den Marquis treffen. Die Katze antwortete, dass sie ihn morgen für einen Spaziergang finden könnten, wo die Mühlen waren. Und er selbst rannte mit voller Geschwindigkeit zur Mühle. Als die Katze den Besitzer sah, sagte sie, dass sie morgen im Fluss schwimmen muss und dann wird sich sein Leben ändern. Am nächsten Morgen, sobald er ins Wasser kam, griff die Katze nach seinen Kleidern und versteckte sie im Gebüsch. In diesem Moment erschien die königliche Kutsche auf der Straße. Die Katze sprang auf die Straße und rief laut, »Rette mich! Hilfe! Der Marquis de Carabas ertrinkt!« Als der König dies hörte, befahl er, den Marquis aus dem Wasser zu ziehen. Der Sohn des Müllers bekam große Angst, als zwei Wachen ihn aus dem Fluss zogen, wo er sich in warmem Wasser ahlt. Der König befahl, ihm seine Seidenkleidung zu bringen. Der Sohn des Müllers lehnte dies zunächst ab. Aber er mochte die goldgestickten Kleider so sehr, dass er gerne das königliche Outfit anzog. Der König lud ihn in die Kutsche ein, in der die schöne Prinzessin saß. Der Sohn des Müllers war verblüfft, stieg aber ohne weiteres in den Wagen. Eine Minute später rollte die Kutsche durch die Felder und Wiesen, die dem riesigen Menschenfresser gehörten, der in einem riesigen Schloss lebte. Die Katze verschwendete keine Zeit, und was war der Geist, der vor dem Wagen zur Wiese eilte, wo die Schnitter im Schweiß ihrer Stirn arbeiteten. Er bat sie zu sagen, dass diese Felder dem Marquis de Carabas gehören, sonst würde der böse Kannibale sie essen. Bevor die erstaunten Schnitter antworten konnten, hielt der Wagen des Königs an. Und als der König fragte, wessen Wiesen sie seien, antworteten sie in einem freundlichen Chor, dass diese Felder dem Marquis de Carabas gehören. In der Zwischenzeit ging die Katze direkt zum Schloss des Menschenfressers. Mit katzenartiger Geschicklichkeit sprang er über die Steinmauer und machte sich auf den Weg ins Schloss. Der Kannibale saß an einem großen Tisch, der mit verschiedenen Gerichten beladen war. Als er den Kater in Stiefeln sah, war er sehr überrascht über diese Unverschämtheit. Die Katze fing an, den Riesen zu ärgern und sagte, er könne sich nicht in einen Löwen verwandeln. Bevor die Katze Zeit hatte, diese Worte auszusprechen, verwandelte sich der Kannibale in einen riesigen Löwen mit einer zotteligen Mähne. Die Seele der Katze stieg vor Angst in seine Stiefel, aber er überwand sie und sagte, der Kannibale könne sich niemals in eine Maus verwandeln. Der schreckliche Löwe verschwand und eine kleine Maus erschien an seiner Stelle.
Und die Katze brauchte das nur. Im Handumdrehen holte er die Maus ein, fing sie auf und aß sie. Zu dieser Zeit fuhr die königliche Kutsche in den Hof des Schlosses. Die Katze öffnete die Wagentüren, verbeugte sich höflich und sagte, er sei froh, alle im Schloss des Marquis de Carabas zu sehen. Es ist schwer zu sagen, wer vor Erstaunen über diese Worte taub war, der König oder der Müllersohn, der bereits überhaupt nichts verstand. Die Katze brachte die Gäste zum Tisch. Am Ende des Abendessens sagte der König, nachdem er in vollen Zügen gegessen hatte, dass der Marquis in der Tat ein sehr würdiger Mann sei, deshalb würde er seine Tochter gerne der Frau geben. Die Prinzessin war glücklich, jung, gut aussehend und außerdem mochte sie den reichen Marquis sehr. Bald spielten sie eine Hochzeit. So heiratete der Müllersohn eine Prinzessin und wurde Prinz. Alle lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, besonders die Katze, die stolz in hohen Stiefeln auf und ab ging.